Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Crafting Idle Clicker. Das Ganze habe ich vor ein paar Wochen schon mal in meiner Idle Game Reihe vorgestellt und ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf, mal zu gucken, wie das Ganze so weitergeht. Ich schätze, das wird kein ewig langes Let's Play, aber wir gucken einfach mal. Ich hatte ja in der dritten Staffel Clicker Heroes auch vor, so, keine Ahnung, 20 oder 30 Folgen zu machen. Da sind dann 70 draus geworden. Aber ja, wir gucken einfach mal. Ich weiß noch nicht, was das hier so wird. Aber das ist bei Idle Games ja irgendwie immer der Fall. Auf jeden Fall habe ich schon mal ein ganz klein bisschen vorgearbeitet. Aber wirklich nur minimal. Also wir sind noch nicht mal ansatzweise auf dem Stand, wo wir am Ende vom Vorstellungsvideo waren. Ich habe nur so die ersten paar Steps von der Introduction, also vom Tutorial, mal übersprungen, weil mir das in Wirklichkeit wahnsinnig auf den Sack geht. Vor allem kann man das Tutorial nicht abbrechen und man kann während des Tutorials die Soundoptionen nicht ändern. Und das ist so, ugh. Muss ich jetzt wirklich hier 20 Minuten mit dem schrecklichen Sound spielen? Habe dann aber tatsächlich einfach beschlossen, dass ich ganz stumpf einfach mal den Browser mute und das war dann soweit okay. So, was wir hier auf jeden Fall machen, ist, wir haben hier so lustige Sachen, die wir hin und her packen können. Wir produzieren... Können wir das schon? Sehen wir das? Sehen wir nicht. Interessant, warum sehen wir das da oben nicht? Okay, wir produzieren auf jeden Fall Holz. Das cycelt hier so fröhlich durch. Und da kriegen wir... Gott, wir machen total Verlust mit Holz. Wir müssen hier mal ganz kurz diese ganzen Keulen verkaufen. Dann haben wir nämlich ein bisschen Geld. Also ihr seht schon, das, ne, cycelt hier so in grün durch und jedes Mal, wenn der grüne Kreis voll ist, kriegen wir halt Holz, in dem Fall 4 Stück im Moment, und wenn ich das hier upgrade, kriegen wir halt jeweils ein Holz mehr. Das Holz können wir entweder verkaufen oder wir haben hier so eine nette kleine Produktionskette. Wir stellen erstmal Keulen her. Keulen brauchen 4 Holz pro Cycle, deswegen ist es ganz sinnig, dass hier 4 Stück gleichzeitig, ne, irgendwie an Holz produziert werden, die dann hier mit rüber gehen. Das werten wir noch mal ein bisschen auf. Das hat Gründe. Nämlich unter anderem, dass wir jetzt eine Arrow Production kaufen, weil uns das Tutorial das sagt. Und Pfeile brauchen ein Holz pro Cycle. Das heißt, wir werden das gar nicht so weit. Das heißt, wir haben im Moment eine Überproduktion von einem Holz pro Cycle, also pro Durchlauf. 5 werden verbraucht, das sieht man hier auch schon ganz gut übersichtlich. Das restliche Holz können wir theoretisch einfach verkaufen. Bringt halt 1 Dollar pro Holz, das ist nicht so wahnsinnig viel. Die Keulen verkaufen wir auf jeden Fall dann regelmäßig. Das ist ganz gut, das bringt Gold. Und mir fällt ein, ich habe was Wichtiges vergessen. Kleiner Augenblick. Und wie mache ich denn das jetzt am geschicktesten? Ich mache das mal ganz kurz. Wie mache ich denn das? So, und da bin ich schon wieder. Und jetzt läuft hier nämlich auch mal... die Musik mit durch. Jetzt müssen wir mal gucken, passt das so? Nicht ganz. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas ist ja immer. Das sieht ganz okay aus, ne? Kann man so machen. Vielleicht noch eine Idee hoch. So, dann wisst ihr auch immer, welche Mucke im Hintergrund läuft. Das ist im Moment noch die Clicker Heroes Playlist, also die, die wir am Ende der dritten Staffel hatten. Ich gucke da noch mal ein bisschen durch. Ich finde bestimmt was Neues, aber im Moment war das jetzt so. Ich habe Bock, das aufzunehmen und wir leben erstmal mit der Musik und dann gucken wir später mal weiter. Okay, wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Menge Pfeile produziert. Wir produzieren aus einem Holz auch immerhin 3 Pfeile. Was sagt das Tutorial? Wir müssen 10.000 Dollar, damit wir es senden können. Okay. Das ist so, ja, es wäre schön, wenn ich in der Zeit auf mein Menü zugreifen könnte und mir vernünftig die Stats hier am Rand angucken könnte und das Optionsmenü bedienen könnte. Aber nein, warum auch? Ich muss jetzt erst ernsthaft 10.000 Dollar hier einnehmen. Ja, wir können das Ganze ein bisschen beschleunigen. Wir können den Holzproduktions... Zyklus ein bisschen anschmeißen. So, jetzt werden auch schon 2 Keulen pro Cycle produziert. Wir haben
4 Überschuss. Komm, gib mir ruhig ein bisschen mehr Überschuss. So, jetzt haben wir 3 Keulen pro Cycle. Für wie viel verkaufen wir denn Holz? Aber nicht so viel. Holz. Pfeile meine ich. Pfeile für 7 das Stück, okay. Wie viel? Da haben wir noch einen über jetzt. Okay, das heißt, wir können hier theoretisch nochmal aufwerten. So, dann kriegen wir pro Cycle schon 9 Pfeile. Das ist erstmal ganz in Ordnung. Und jetzt kriegen wir pro Cycle 3 Keulen. Das ist auch okay. So, wir haben ein bisschen Überproduktion da. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mal nachlegen. Ich kann hier... Was kostet das Holz? 28, okay. Wir können hier spaßeshalber mal einmal upgraden. Dann seht ihr schon, das ist hier orange gefärbt statt grün, die Pfeile. Heißt einfach, okay, irgendwie, ne? Sehen schon hier minus 4 pro Cycle, das funktioniert so nicht. Und sobald wir hier auf plus minus 0 pro Cycle wieder rauskommen, sind die Pfeile auch wieder grün, weil alles ist schön. So. Da hätte der Preis auch einfach gestanden. Das hätte ich gar nicht ausrechnen müssen. Naja. Passiert. Gott, es gibt nichts Schlimmeres als Tutorials. Ich meine, Hilfe in allen Ehren, gerade bei komplexeren Spielen, aber zwing mir bitte einfach nicht ein 20-Minuten-Tutorial am Anfang auf, in dem ich nicht auf die Optionen zugreifen kann. Das ist einfach so, nein. Wer denkt sich sowas aus? Mein persönliches Highlight ist, was sowas angeht, immer noch Resident Evil 6. Da muss man das komplette Intro-Kapitel durchspielen, was auch ungefähr so 20 Minuten dauert, 20, 25 Minuten, bevor man ins Hauptmenü kommt und die Steuerung konfigurieren kann. Also, dass man den Ton da nicht konfigurieren kann, ist okay. Aber ich muss das Spiel spielen, tatsächlich. Ich muss schießen und Quicktime-Events und ich kann vorher meine Steuerung nicht konfigurieren. Wie assi ist das bitte? Und, naja. So, wir könnten jetzt theoretisch mal eine Bogenproduktion mit dazu nehmen. Das machen wir auch einfach mal. Oder brauchen wir auf jeden Fall Holz für? Okay. Mist, das war sogar zu viel. So, wir können das hier auch alles fröhlich so ein bisschen hin und her draggen. Ich finde es schön, dass da jetzt Pfeile mit bei sind. Die waren vorher, glaube ich, nicht mit dabei in dem Testvideo. Sag mal, kann ich das jetzt, nachdem ich es dahinter geschoben habe, nicht mehr da wegziehen? Weil da der Text drüber ist. Fick dich, Tutorial, ganz ehrlich. Es verarscht mich doch. Es ist doch nicht schön. Naja, die Bögen können wir auf jeden Fall für 250 das Stück verkaufen. Das ist ganz angenehm. Da kriegen wir nämlich mal zügig ein bisschen mehr Gold ran. Oder ein bisschen mehr Geld. Eher gesagt, Gold ist das hier nicht. Ich kann ernsthaft da nichts mehr machen, ne? Es ist einfach nicht wahr. Gut, dann müssen wir das jetzt wohl aussitzen. Schade. Wir haben ein paar viele Pfeile über. Ich weiß, wir haben jetzt zu wenig Pfeile. Ich dachte, ich verkaufe mal kurz zwischendurch. Mit Klicken, ihr seht das eventuell schon, springt der Kreis immer so ein bisschen vorwärts. Also wir können mit Klicken die Zeit, ich glaube ein Cycle dauert 4 Sekunden, 3 Sekunden. Bin mir nicht sicher, müsste ich mal kurz erwarten. 5 Sekunden Möglichkeit. Ein Cycle dauert 5 Sekunden circa. Und ja, das können wir mit Klicken eben beschleunigen. So, jetzt sind wir schon bei 8600. Brauchen wir noch ungefähr 6 Bögen und dann wird das alles schön. Ja. Come on, Tutorial. I don't want to wait for you. Wir können... So, endlich. Reset progress, maybe later. Start with a 15-minute click and research booster. Können wir ein Video für gucken. Ist ja nett. So, reset progress. New level 2. Points earned 4. When you reset your progress, you'll lose your money and production units, but you'll get permanent bonuses in long term. Wir machen das jetzt einfach mal.
dann ist das schreckliche Tutorial auch durch. So, dann kann ich auch mal gucken, das sieht alles... Ich musste alles so ein bisschen zuschneiden. Aber das sieht soweit ganz gut aus, als das alles drin ist. Ja, okay. So, dann kann ich jetzt endlich in die Optionen gehen. Und das ausmachen. Und dann kann ich tatsächlich... Sekunde. Den Ton von meinem Browser wieder anstellen, weil das Ding jetzt nämlich leise ist. So, wir könnten theoretisch sogar die Soundeffekte mal kurz drin lassen, aber das ist so... New Achievement unlocked. Ja, danke. Das ist halt so... Why? Das sind Soundeffekte, die brauche ich einfach nicht. Danke. Ist nett gemeint, aber nee, lass mal. Von daher bleiben wir einfach dabei. Und jetzt seht ihr das Ganze auch nochmal von vorne, wie das ursprünglich aussieht, so ein Run. Ich wollte nur dieses riesige Textgedönse da alles dann irgendwie doch relativ zügig weghaben. Von daher... Ja, und prinzipiell kriegen wir hier dann eine relativ lange Produktionskette. Ich habe das, glaube ich, im Vorstellungsvideo auch schon so ein bisschen mit Siedler verglichen. Oder mir kam es zumindest irgendwie so ein bisschen aus der Richtung bekannt vor, dass man eben so darauf achten muss, okay, Produktionskette hier und da, habe ich genügend Ressourcen um das und was kann ich denn noch Neues produzieren und was hat das wieder für Anforderungen. Und das finde ich eigentlich mal einen ganz netten Twist am... Idle-Genre oder am Incremental-Genre. Es ist halt nicht so haustumpf Monster kaputt, sammel Gold, level Helden hoch, finde vielleicht noch Equipment für die Helden. Es ist wirklich mal so ein ganz anderer Ansatz und das finde ich grundsätzlich sehr, sehr cool. Das Schöne ist, wir verdoppeln jetzt quasi durch den Reset unser Einkommen. Das ist eben, wir kriegen jetzt für Holz eben schon 2 Dollar und das ist eigentlich ganz cool. Ich muss hier, glaube ich, ganz ehrlich mal die 8-Bit-Musik rausnehmen. So, wenn man übrigens den Fokus vom Spiel rausnimmt, dann passiert jetzt das. Your vendors currently generate an average income of $0 per minute. Vendors, also heißt einfach Händler, und man kann Händler einstellen, um Sachen wie dieses Holz eben zum Beispiel oder Bögen oder Keulen oder so automatisch zu verkaufen. Damit man nicht selber immer auf den Sell-Button klicken muss. So, jetzt kann ich das hier auch mal so ein bisschen... Ich glaube, Holz ist schon so ein bisschen unser Grundpfeiler. Und auf der gleichen Ebene... Wobei... Das ist quasi so Produkt 1 danach. Das geht mir hier rüber. Ich weiß noch nicht, wie ich mir das schick aufbaue. Ich lasse mich da mal überraschen. So, ihr seht schon hier unten... ich kann mir im Moment noch keine Bogenproduktion kaufen. Das wird gerade quasi erforscht und da könnte ich hier das erhöhen, dass das quasi schneller forscht. So, ich verkaufe eben nochmal kurz das Holz. Dann können wir bestimmt auch schon Keulen verkaufen. Genau, die verkaufen wir jetzt schon für 20 Dollar das Stück. Und dann können wir uns jetzt nämlich auch schon eine schicke Pfeilproduktion leisten. So. Das packen wir mal damit hin. Gott, das ist wie Diagramme früher zeichnen in Bio oder so. Total schrecklich. Vielleicht in Wirtschaft auch noch. Oder überhaupt Diagramme zeichnen in der Schule einfach. Es gibt hier irgendwie auch so Rasterpunkte, stelle ich fest. Also ich kann es zumindest nicht beliebig platzieren. Es ruckelt dann immer mal irgendwo hin. Was ich prinzipiell ein bisschen ungeil finde, weil die jetzt... Sind die auf der gleichen Höhe? Es sieht nicht so aus, oder? Ah, vielleicht täuscht es auch, ich weiß es nicht. Anyways, wir brauchen mehr Holz. So, jetzt haben wir 6 Holz pro Cycle Überproduktion. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier erstmal ganz kurz verkaufen. Und können hier auf jeden Fall mal hochgehen. Dann haben wir noch wie viel Holz Überproduktion? Noch 4, das ist schön. Dann können wir nämlich... sobald wir das Geld dafür haben, jawohl, noch einmal Keule pro mehr produzieren. Und jetzt könnte ich hier, ich habe theoretisch 3 Händler verfügbar und könnte hier direkt quasi einen Händler draufsetzen. Der würde jetzt pro Cycle 2 Keulen verkaufen, sieht man hier. Und der verkauft jetzt quasi sämtliche Keulen, die wir neu reinkriegen, weil wir kriegen pro Cycle 2 rein, pro Cycle mit Z. Pro Cycle verkauft er. Eben auch 2, das heißt, wir haben hier
brauche jetzt auch nichts mehr im Storage, das ist okay. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein regelmäßiges Einkommen, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Das finde ich ganz gut, um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich mal drauf achten. Jetzt bin ich hier schon irgendwie 10 Minuten dabei. Ich weiß gar nicht, eigentlich müsste... Na, sehe ich. Ja doch, okay. Ich war mir nicht sicher, ob sich die Hintergrundfarbe ändert von dem Seitenbalken-Gedöns hier. Aber das tut es wunderbar. Das sollte es auch. So. Theoretisch könnten wir uns jetzt auch noch einen Händler hier auf... die Pfeile setzen, aber die verkaufe ich erstmal manuell, weil die werden dann eh weiter in der Bogenproduktion gebraucht, die wir jetzt auch schon anschaffen können. Ich kann das theoretisch einfach so machen, ne? Das ist ja prinzipiell eigentlich völlig wurscht. Sieht jetzt nicht übermäßig schick aus. Also ich könnte es eben prinzipiell auch hier hinpacken. Vielleicht ein bisschen hübscher, ich tausche das, glaube ich, einfach mal. Dann muss das so dahin. Irgendwie. Und das kommt hier hin. Ich vielleicht mal ein bisschen kürzer machen. Dafür ein bisschen breiter. Also richtig schick ist das noch nicht, aber... Nee, das ist einfach überhaupt nicht schick. Tut mir leid. So gar nicht. Haben wir eine Holzunterversorgung? Tatsächlich. Das kann natürlich nicht angehen. Holzunterversorgung... ist keine Option. So, wir verkaufen schon mal die Bögen hier, dann haben wir schon mal irgendwie 5000 Gold mit dazu. Warum ist denn hier so ein Männchen dran? Ach, das ist die Händler. Okay. Ein Händler reicht mir da aber völlig. Irgendwie, nee, ganz ehrlich, ich mache das so... Ich packe das so direkt untereinander, das finde ich irgendwie dann doch besser. Man sieht ja auch, dass da was drüber geht. Damit kann ich irgendwie noch eher leben. Ich weiß auch nicht, wie voll das Ganze hier noch wird, das ist so die Sache. Wir können mal ein paar Research-Punkte mehr kaufen, das wird dann nämlich auch irgendwie interessanter. Dann forschen wir hier auch mal ein bisschen schneller. Gute Sache. Bögen kriegen wir einen pro Cycle, ja? Wenn wir jetzt aber... werden noch 4 überproduziert und wir brauchen wie viel? 5, okay. Hier noch einmal upgraden. Mal kurz alle verkaufen. Und dann hier einmal upgraden, kriegen wir 2 Bögen pro Cycle. Dann packen wir hier einen Vendor hin, der verkauft auch 2 Bögen pro Cycle. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall dann jeden Cycle einfach schon mal schick 1000 einfach... 1000? Müssten es 1000 sein? Aber müssten wir hier nicht auch? Ah, okay, das geht einfach. Okay. Also wir kriegen jetzt pro Cycle quasi 1040 Gold. Das ist ganz okay. Wir haben eine Holzunterproduktion. Warum? Das geht so nicht an. Okay, so Rawhide sind quasi Tierfälle. Das hätte ich hier ganz gerne. Das ist quasi so ein neuer Grundrohstoff, würde ich sagen. Ich bin mir noch nicht sicher, was es mit den verschiedenen Farben auf sich hat. Also grün ist im Moment so ein bisschen Basic-Rohstoff. Blau ist so ein Produkt, was weiterverarbeitet werden kann. Vielleicht, aber die Endprodukte haben ja auch schon verschiedene Farben. Also, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir können auf jeden Fall demnächst Leder aus dem... Oh, das kostet schon 10.000 für ein Upgrade. Aber das können wir in der Tat gleich... Können wir noch ein paar verkaufen. Ah, jetzt können wir sogar downgraden, theoretisch. Okay, falls wir unsere Produktionskette mal verkleinern wollen. Wie sieht denn das eigentlich hier aus? Points earned. 2. Okay, damit... ich weiß noch nicht, wie sich diese... Ach so, deswegen steht da auch die 2 vorne, ja? Ich weiß noch nicht, woraus sich die Punkte so ganz zusammensetzen. Das wusste ich beim Vorstellungsvideo auch schon nicht wirklich. Wahrscheinlich einfach aus der Menge an Gold, die man eingenommen... ich sag immer Gold an der... richtet sich wahrscheinlich nach der Menge an Geld, die man eingenommen hat. Expeditionen gibt es ja auch irgendwie noch, aber dazu brauchen wir erstmal Level 6. Das ist jetzt irgendwie auch neu. Na, halbwegs neu. Ich habe es ja schon auch ein paar Wochen nicht gespielt, von daher. Und seitdem ist eben Version 2. irgendwas rausgekommen. Ich glaube, Version 2.1.4 ist das im Moment. Stand das hier mit bei? Jawohl, 2.1.4. Ich habe ja im Vorstellungsvideo noch Version 1. irgendwas gehabt, von daher... Gucken wir mal, wie teuer wird das sein wohl, um das hier zu platzieren? 50.000, das ist in der Tat
ganz schön saftig. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich bin ein Idiot. Aber wir können total downgraden. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich hier drauf klicken. Ups. Keiner gesehen. Zum Glück nicht so teuer. So, dann können wir nämlich hier mal ein bisschen Druck machen. Und dann können wir in der Tat hier auch mal ein bisschen Druck machen. Ach, da haben wir noch ein bisschen Überschuss. Da haben wir auch noch Überschuss. Na dann klicke ich da noch ein bisschen. Beschwert sich schon, wenn irgendwas nicht mehr passt. So, dann kriegen wir nämlich auch mal zügig ein bisschen Kohle ran. Zack, 50.000, sehr schön. Und ja, na klar, pack es gleich nach ganz unten rechts, da machen wir bestimmt nichts anderes mehr draus. So, ah, okay, es gibt quasi immer drei Consumer und das ist quasi im Orange, Blau und Lila, ich verstehe. Hier haben wir nämlich auch Orange, Blau und Lila. So, das heißt, wir packen das auf jeden Fall mal dahin. Das hat nur einen Consumer. Okay, das heißt, das hat nur eine Ebene. Ich könnte prinzipiell... Wir machen das jetzt mal ganz geschickt. Aufpassen. Eigentlich unschön so. Eigentlich eher so. Und so. Schon allein der Leserichtung wegen. So, tut mir leid, wenn ich mich hier erst nochmal irgendwie ein bisschen optisch einrichten muss. Das ist eigentlich soweit okay. Ja, ich glaube, so finde ich das ganz gut. So geht das klar. Das ist in Ordnung. Ich hatte vorher irgendwie nie wirklich in Erwägung gezogen, das alles auf eine Ebene zu packen, aber grundsätzlich ist das total sinnvoll so. Ich finde das okay. Für was können wir das verkaufen? 1800. Das ist ein ganz schöner Batzen, möchte ich sagen. So, die Boots sind prinzipiell sind die fertig. Sind die startklar, kosten aber 250.000. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Leder verkaufen. Der Cycle hier auch 5 Sekunden lang oder ist der länger? Sind die Cycle alle gleich lang? Scheint so, ne? Okay. Läuft. So, dann hätten wir das auch. Sehr schön. Wow. Hallo. Müssen wir schon noch. So, wie viel Leder brauchen wir da? 4 und wir produzieren 3. Okay, das heißt, wir müssten da theoretisch mal upgraden. Wir produzieren im Moment 2 davon, das ist okay. Ein Leder-Upgrade kostet im Moment... verkaufen wir doch mal 3 Stiefel, dann sollten wir eigentlich genug haben. So, dann können wir das einmal upgraden und dann sind auch alle Pfeile grün und ich bin glücklich. Und das ist prinzipiell erstmal ganz schick. Hätte wahrscheinlich gar nicht so viel Geld in die Forschung stecken sollen. Wir haben auf jeden Fall noch einen Händler offen. Ich glaube, den möchte ich... Wir kriegen nur einmal Boots pro Cycle, ne? Das heißt, wir müssten theoretisch 8 pro... Wir können das nochmal upgraden, dann haben wir aber eine Lederunterversorgung. Das können wir aber schnell beheben. So, dann müsste das nämlich alles wieder passen. Dann haben wir 3 Felle. Dann haben wir 9 Leder. Und dann können wir das gleich noch einmal upgraden. Sobald wir genug Kohle zusammen haben. Die Keulen werden verkauft, ne? Ja, genau, das sieht man ja auch an dem kleinen Händlersymbol da unten dran. Okay, so dann können wir das nämlich auch upgraden und dann können wir hier einen Vendor hinpacken und der verkauft jetzt nämlich auch automatisch 2 pro Cycle. Und we have the money rolling. The money? We have the money rolling, das wollte ich sagen. Läuft. Kann man erstmal machen, gute Sache. Hier ist... Okay, nein. Das ist dann tatsächlich Level 2 wohl. Und wir würden jetzt 4 Punkte kriegen. Wir brauchen aber... Das ist total dämlich. Warum steht denn hier dann jetzt nicht 4 von 5? Ah, und hier steht auch... Points are required to reach higher levels. You currently have 0 points and need 5 points for the next level up.
You can gain more points by resetting your progress. The amount of points you will receive depends on your current money. Okay, also hatte ich damit schon recht. Das basiert tatsächlich auf dem Geld, was wir momentan haben. And reset your progress, you would receive 4 additional points. This is based on your current money. Okay. Okay, ist das immer noch aktuell? 5 minus 2 plus 1, what? Current money's order of magnitude? Was auch immer meine money's order of magnitude. Ah, das ist. Nee, aber es ist ja schon eine sechsstellige Zahl, ist ja keine fünfstellige. Aber Order of Magnitude, ich schätze mal, wenn wir in den Millionen... Ah, okay, das sind quasi... Die Stellen nach der führenden Ziffer. Letztendlich, also wahrscheinlich ist das auch noch irgendwie was anderes. So, wir können jetzt nämlich... Genau, maybe later können wir sagen. Ah, okay. So, jetzt geht das hier nämlich auch in die Scientific Notation über. Danke, und dann, ja, dann macht das auch alles erschreckend viel Sinn. Okay, wir könnten jetzt resetten. Ich möchte aber in der Tat noch ein bisschen gucken. Aber das ist halt, also, warum, naja, wahrscheinlich werde ich das später irgendwann machen müssen. Also resetten, ohne direkt ein Level aufzusteigen. Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Okay, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir farmen erstmal ein bisschen Geld und dann gucken wir einfach mal, was wir hier noch weitermachen können mit den Schwertgriffen und den Rüstungen, und dann kommt auch irgendwann Kupfererz mit dazu, aber das müssen wir auf jeden Fall noch erforschen, das dauert alles noch ein bisschen. Von daher erstmal danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.